Wie schlecht geht es Charlene von Monaco wirklich? Über der Fürstin bricht nun alles zusammen. Ehekrise, Streit und Betrug, wie lange kann sie das noch weiter ertragen? Die Monegassen machen sich Sorgen um Charlene. Einige fürchten sogar, dass die gerade genesene Fürstin wieder in Therapie muss. Fürstin Charlene, wie lange kann sie das noch alles ertragen? Dafür, dass es der Fürstin offensichtlich sehr schlecht geht, könnte es gleich mehrere Gründe geben. Zum einen rücken Alberts unehelichen Kinder zunehmend in den Vordergrund. Gerade erst gab es ein Familientreffen des Fürsten mit Tochter Jasmine Grace und Sohn Alexandre. Zum anderen drängt sich Alexandres Mutter, Alberts Ex-Geliebte Nicole Kast, immer wieder ins Rampenlicht, während Charlene mehr und mehr im Schatten verschwindet. Wichtige Dinge scheint der Fürst zudem vor allem mit seinen Schwestern zu besprechen und nicht mit seiner Frau. Im Komitee zur Feier des 100. Geburtstags von Fürst Renier, 81, war sie nicht einmal dabei. Auch wollen Gerüchte um eine Ehekrise des Fürstenpaares nicht verstummen. Der Palast beteuerte zwar, dass das nicht stimme. Trotzdem fiel auf, dass Albert an der Seite von Charlene nur noch selten lächelt, während er neben anderen Frauen regelrecht aufblüht. Und als wäre all das noch nicht genug, steckt auch noch das ganze Fürstentum in der Krise. Nach Korruptionsvorwürfen entließ Albert seinen ehemaligen Freund und Vermögensverwalter Claude Palmero. Der reichte jedoch eine Millionenklage ein. Die Befürchtung, sollte Albert ihn nicht bezahlen, könnte Palmero weitreichende Geheimnisse aufdecken. So viel Druck von allen Seiten dürfte der sensiblen, kaum genesenen Charlene heftig zusetzen, vielleicht sogar so sehr, dass ein erneuter Klinikaufenthalt nötig sein könnte.